Darf ich vorstellen? Das ist die Walter Machtec 4, die neueste Machete aus dem Hause Walter und das erste Mal ein Teil, das wirklich praktisch ist. Wenn du wissen willst, wie es weitergeht, dann bleib dran! Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist sie noch, diese Machtec 4, jetzt schon mal im Einsatz. Ich habe dieses Teil jetzt seit einer Woche und habe schon viel damit herumgespielt. Das ist kein Langzeittest, der kommt noch hier am Kanal. Das heißt, lass mal ein Abo da, das zahlt ja aus, denn ich werde in einem halben Jahr mal berichten, wie es mir damit geht. Aber das erste Mal, muss ich dir sagen, dass ich eine Machete vom Walter habe, die nicht nur brachial ausschaut, die so ist, sondern etwas, was wirklich saupraktisch ist, echt Zug hat, ein Gewicht hat, das in der Praxis beim Unterwegssein auch seine Berechtigung hat und nicht zu schwer ist, nicht so groß ist wie zum Beispiel die Machtec 3 mit so einem Zweihänder, mit dem kann ich nicht herumgehen und auch wirklich fett was drauf hat. Und das hat mich positiv überrascht. Schauen wir uns gleich einmal im Detail an. Wieder dieser Kunststoffgriff, also Kunststoff, das ist irgendwie so ein Gummi. Ja? Aber nicht ein klebriger Gummi, den man angreift und sagt, bäh, sondern schön fest, wenn man ein bisschen schwitzt, wenn man ein bisschen feuchte Hände hat, geht alles wunderbar. Es ist jetzt, der Stahl steht drauf, 440, was auch immer das ganz konkret bedeutet, welcher Buchstabe da nach hinten gehört, aber das werden wir sehen. Es ist nicht so, ich habe schon einiges damit gehackt und ausprobiert, dass da gleich eine Scharte reingeht oder dass es abbricht. Das gibt es ja auch immer wieder mal, aber die ist wirklich vernünftig. Ja? Dann in diesem Tanto oder Reverse Tanto oder American Tanto oder wie auch immer das heißt, schreibt mal einen Kommentar unten, wie das wirklich heißt, ist mir nämlich auch wurscht. Dann hier, wie du siehst, ganz leicht so ein bisschen gebogen und das Teil, das hat so einen richtigen Zug und macht richtig Spaß zum Arbeiten. Im Lieferumfang, ja, da ist natürlich eine Nylonscheide dabei und die ist dieses Mal auch schön kompakt, also das ganze Teil ist kompakt und ist aber praktisch. Also wenn ich die Machtec 1 hernehme, total okay, aber das ist schwer, schwer, die will ich nicht mitnehmen. Die will ich vielleicht zum Arbeiten, wenn ich mein Auto irgendwo hinfahre und was ausschneiden mag, das ist das okay. Aber die wirst du nicht dabei haben. Aber dieses Teil, diese Machtec 4, die ist klein, die ist kompakt, die kann man mitnehmen, die ist, hat vom Gewicht her, ist die in Ordnung. Wirklich fein gemacht und das gefällt mir natürlich. Billige Eigenwerbung, selbstverständlich. Gebe da unten einen Link hier im Beschreibungstext, gibt es die bei mir im Shop, das ist eh ganz klar. Aber nicht nur aus dem Grund, weil ich sie im Shop habe, lobe ich sie, sondern weil ich die einfach irrsinnig genial finde. Der Klingenrücken, ja, der ist nicht extra bearbeitet, also der ist scharf, Feuerstahlbedienung geht. Zwar nicht perfekt, da gibt es Besseres, aber viel, 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 viel Schlechteres. Und das hat mich auch überzeugt. Und jetzt wollen wir wieder ein bisschen hacken. An alle Baumliebhaber, Umweltschützer, selbsternannt oder auch wirklich, das hier ist ein totes Stück Holz, so wie auch das letzte hier. Und übrigens, ich bin hier auf Waldurlaub.at und ich darf das hier. Ich darf das hier. Bitte, liebe Kinder, wenn ihr zuschaut, geht's nicht mit euren Macheten, die ihr eigentlich erst ab 18 haben dürft, aber egal, mit euren Messern und Sägen und Äxten und hackt einfach irgendwo irgendwas um. Das geht natürlich nicht. Ja? Aber wenn das ein totstehender Baum ist und du die Erlaubnis hast, leg los, aber aufpassen und nicht wehtun. So, das ist ein Hasel, ungefähr so dick. Und jetzt schauen wir es uns noch einmal an. Ja! Ja! Und da kann man auch so ein bisschen andrücken. Und dann reißt gleich diese Stücke raus. Also das ist wirklich, das ist jetzt kein morsches Holz oder sowas, sondern das ist richtig schön, schön massiv, wäre auch super zum Einheizen, weil es gestanden ist, aber ist ein anderes Thema. 600 Survival-Tipps lesen von mir, wenn du jetzt nicht weißt, was ich damit meine. Und das geht wirklich gut und was mich positiv überrascht ist, die Vibration ist relativ gering. Ich kenne Macheten, da hackst du rein und du glaubst durch die Vibration, die in deine Hand kommt, ja, dass der Kabaltunnel-Syndrom jetzt auf einmal kriegst. Ich habe übrigens eins, deswegen bin ich da sehr sensibel drauf. Und das ist hier nicht der Fall. Ob die das absichtlich gemacht haben vom Walter oder das Zufall ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber es ist so, das ist super. Wenn man sowas macht, bitte auch aufpassen, weil das Teil ist extrem elastisch, dass nicht oben was abbricht und dir im Kopf fällt. Also bitte aufpassen. Bitte aufpassen, bitte aufpassen.
Schauen wir mal, was da weggeht. Schon, macht schon Spaß. Nur mehr ganz ein leichter Steg. Kann man es unten. Nein. Noch einmal. Bombfeld! Sehr gut. Der ist bestanden. Nun natürlich die obligate Frage, welches Einsatzgebiet hat dieses Teil? Schau, eine Axt ist eine Axt. Ja? Ein Beil ist ein Beil, wobei ein Beil meiner Meinung nach nicht so viel Zug hat wie dieses Ding hier. Du hast auch eine schöne Klinge. Arbeiten, jetzt Schnitzarbeiten. Das ist jetzt, habe ich schon ausprobiert, nicht so toll. Also dass ich sage, boah, volle Schnitzmesser, das ist es nicht. Aber es geht, ja. Wenn man sich ein bisschen anstrengt, geht das. Es gibt natürlich hier sicher bessere Konzepte. Also das Kramer ist, was das betrifft, Schnitzen sicher besser als dieses Teilchen hier. Das ist eine spezielle Ausrüstung, die man einsetzen mag vielleicht, wenn man wirklich was aushacken muss, wenn man was umhauen muss und wenn man dementsprechend einen Zug drauf haben will. Das Teil hat auch mehr Zug als das Kramer, sage ich auch gleich dazu. Aber ja, es sollte alles so seine Sache, musst du wissen. Und es ist einfach cool. Ist cool, ich mag solche Teile und es ist wirklich, wirklich brauchbar. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich verzichte dieses Mal auf den Lockentest, weil sich viele immer beschweren und sagen, jetzt ist schon wieder was anzieht mit dem Feuerstahl, wissen wir eh, dass das kannst, Rainer. Ja, ich weiß eh, dass ihr jetzt wisst, dass ich das kann. Ich mache es auch nicht. Aber es funktioniert. Ich habe schon ausprobiert. Ein tolles, tolles Macheterl. Und ich sage das jetzt einfach so, wie ich mir das denke. Ich habe schon einige Macheten in der Hand gehabt. Viele Macheten und auch von Walter und anderen Firmen. Und die hier ist, und das sage ich nicht, weil ich sie selbst verkaufe, du kannst sie auch mal anders kaufen oder gar nicht kaufen, die ist eine der besten Macheten. Als Kramer ist es nicht, ist klar. Aber das Kramer hat auch nicht so viel Zug, es ist keine Machete, es ist ein anderes System. Betoning, Spalten, schwierig, weil es doch relativ, weil es, du siehst, es hat eine gewisse Flexibilität, das ist beim Kramer nicht der Fall. Das heißt, Betoning funktioniert nicht so toll. Gut, aber es ist ja auch eine Machete, es hat einen anderen Hintergrund. Es ist schön lang, hat eine schöne Einsatzreichweite. Ich mag das Teil. Ist einer der besten, die ich im Shop habe und die ich auch besitze. Ich werde es in den Langzeittest nehmen und hier in einem halben Jahr, sagen wir mal so ungefähr, meinen Bericht abgeben. Und jetzt bist du dran. Erstens, wenn du eine haben magst, ich gebe da unten den Link in meinen Shop. Billige Eigenwerbung. Muss ich dazu sagen, ist so. Kannst du kaufen, wenn du magst oder kaufst auf Amazon, wenn du das lieber ist oder sonst wo. Schreib mal einen Kommentar, was du davon hältst, was du von dem Stil hältst. Vielleicht hast du die auch schon, weil die ist relativ neu. Erzähl mir was. Was ist eigentlich deine Lieblingsmachete? Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo dalassen, dann noch einmal der Link in den Shop an das Video. Faldurlaub schauen. Hat mich gefreut, dein René Rossmann. Bis bald und